den fantastischen Florian David Fitz, jetzt Justin Timberlake zusammen mit Sprengstoff. Let's go! Ladies and Gentlemen, bitte rastet spontan komplett aus for the one and only. The sexiest man auf deutschen Kinoleinwänden. Hier ist Florian David Fitz. Florian David Fitz, hier ist er. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja. Du kannst auch Klavier spielen? Ja. Ich habe mal gehört, dass du kannst rückwärts Klavier spielen. Stimmt das? Ja, ich habe das bei Amadeus in dem Film gesehen als Kind. Das ist gar nicht so schwer, du musst nur über Kreuz spielen. Dann spielst du wie andersrum, du siehst es halt nur nicht. Aber dann das würde ich gerne mal sehen, wie Florian David Fitz über Kreuz... Du musst nur auf C-Dur gehen, weil sonst wird es zu schwer. Bis jetzt schon. Toll, dass du da bist. Hallo. Dein Applaus. Mensch, ihr habt alle schon gesehen. Vor allem, ihr trinkt schon den ganzen Abend. Und wir sind eigentlich schon durch. Und ich habe einfach nur die Süßigkeiten aus der Garderobe von Lena gegessen. Hat die nicht gegessen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Haben wir Glühwein? Nee. Frau Müller? Doch. Machst du mir Glühwein? Ja, gerne, wenn du den wirklich trinken willst. Sorry, entschuldige, du bist irgendwie Werbung für meinen Film machen und ich... Nein, ich möchte Werbung für dich machen, denn wir haben ja alle mit erschreckendem Herzen haben wir wahrgenommen, dass Bitteschön. Danke. Helene Fischer und Florian Silbereisen nicht mehr zusammen sind. Und weißt du, was das Allerlustigste ist? Ich krieg lauter SMSen gerade. Ja, weil, und deswegen die Frage. Was denn? Ich krieg laut, du der Neue wer ist der nein. Neue? Ich krieg lauter SMS, was auf GMX gerade stand, nämlich dieses Bild. Zoom mal ran. Bist du das, ran. Oder was? Nein, die Kamera, nicht du. Sorry. Das war auf GMX. So, und was allem, steht da? Da steht einfach Trennung Helene Fischer, Florian Silbereisen und das Bild von mir und Helene. Ja. Und dann schaue ich in den Artikel, ob irgendwas von mir drinnen steht. Und es steht nur Florian Silbereisen. Und es muss schnell gehen anscheinend. Ja, und jetzt habe ich aber nachgeschaut. Jetzt ist es schon geändert. Gott, ich bin ganz aufgeregt. Jetzt haben sie schon... Ah ja, jetzt ist es wieder neu. Es ist nicht weiter aufgefallen, dass es nicht Florian Silbereisen war, sondern ich. Ich bin nicht mit Helene zusammen. Aber ein Doppelname wäre schön, oder? Helene Fitz Fischer? Nee, Fischer. Und schade, findest du ein bisschen schade? Gott, der Gag lag so da. Der lag da. Er lag da. Finde ich schade, dass sie getrennt sind oder schade, dass ich es nicht bin? Vielleicht kannst du es ja noch werden. Na, ich habe ja gehört, also ich weiß es nicht, was mit ihm jetzt zusammen ist. Ja, was? Worauf jetzt? Mit Helene Fischer zusammen? Helene, wenn du das siehst. Helene, das ist ein Bewerbungsschreiben von Luke. Ich kann tanzen, ich kann singen. Sie braucht jetzt Zeit für sich. Wer ist dieser sich? Ich bring den um. Also wir wünschen Helene Fischer und Florian Silbereisen alles, alles Gute. Ja. Und ich hoffe, dass er einen Mann findet, der ihn glücklich machen wird. Und danke GMX. Ja, da hat wohl was gefehlt. Einfach. Also nur das Beste an die Fischer-Silbereisen-Familie. Sehr lustig. Wir haben, du hast dich jetzt dazugesellt in unsere kleine Weihnachtsrunde und du hast auch ein Bild. Wir haben auch ein Bild von Florian David Fitz. Das ist, so feiert man Weihnachten im Hause Fitz. Wer hat dir denn die Haare geschnitten? Das ist jetzt wirklich niedlich. Vor allem dieser lange Hals mit diesem Rolli, mit diesem senfgelben Rolli 1974 oder 76. Aber es ist wieder mega in, oder? Es ist sehr niedlich. Du siehst aus wie eine Puppe, kann das sein? Ja, das stimmt. Oder? Du hast einen Film gemacht. Das ist richtig. 100 Dinge heißt der und da geht es darum, dass man auf die wesentlichen Dinge im Leben verzichtet, oder? Dass man also, du hast einen Contest mit Matthias Schweighöfer, genau. Wo ihr alles weggibt und... Wo wir nichts mehr haben. Ich weiß gar nicht, ob es so moralisch ist. Es ist erstmal nur die Frage, ohne was kommt man klar und dann stellt man sich tatsächlich danach ein paar Fragen. Und wir kommen genau in der Zeit, wo man darüber nachdenken möchte, während man einkauft. Nämlich an Weihnachten.